Heidelinde Reiter von den Grünen Salzburg ist nun als Rednerin an Bord. Herr Minister, werte Kollegen und Kolleginnen, werte Zuseher und Zuseherinnen. Das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, ein wunderschönes Wort, was die deutsche Sprache wieder alles hergibt, ist Folge der Einigung der OECD und der G20-Staaten, die Steuervermeidung durch multinationale Konzerne zu bekämpfen. Ein wichtiges Anliegen, da gibt es einen Maßnahmenplan mit 15 Aktionspunkten, um die Möglichkeiten der Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung, also des BEPS, das Base Erosion Profit Shifting, zu unterbinden, damit die Gewinne eben dort besteuert werden, wo sie tatsächlich erwirtschaftet werden. Durch Gewinnverschiebung und Sonderabsprachen gehen in der Europäischen Union 160 bis 190 Milliarden verloren. Das ist gewaltig viel Geld. Aktionspunkt 13 liegt also jetzt praktisch vor. Das heißt, es ist die Ausstattung der Steuerverwaltungen mit ausreichenden Informationen. Unter anderem eben mit dem von Kollegen Lengle schon erwähnten Länderbericht, dem Country-by-Country-CBC-Report. Den müssen Unternehmen machen mit über 750 Millionen Umsatzschwelle. Und das wären in Österreich eben nur ca. 20 Unternehmen. Wir würden uns eine wesentlich niedrigere Schwelle wünschen, so 40, 50 Millionen, vielleicht in Anlehnung an die Bilanzierungsrichtlinie. Dann wären zumindest 1% der Unternehmen in der EU entsprechend erfasst. Dann wird weiters das EU-Amtshilfegesetz geändert, damit der automatische Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden auf grenzüberschreitende Vorbescheide erweitert wird, sogenannte Tax Rulings. Die sind nach dem LuxLeaks-Skandal in die Schlagzeilen geraten, als sich herausstellte, dass Konzerne in EU-Staaten Steuervorteile gewährt wurden, ja, sie teilweise gar keine Steuern mehr bezahlen mussten. Also 2014 gab es 548 solche Vorbescheide, die da bekannt wurden von Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Deutsche Bank und so weiter. Ich bin ja neugierig, wie das mit Großbritannien und im Rahmen des Brexit jetzt dann weitergeht in diesem Bereich, ob sozusagen Großbritannien, vielleicht dann auch Kleiner Britannien, sich da in ein Steuerparadies verwandelt im Vergleich zur EU. Also was hier dann die Abmachungen sein werden, das wird sicher spannend und zu beobachten sein. Problem, für das wir sehen, ist, dass dieser Austausch nur ab 2012 erfolgt, also die älteren Absprachen, auch wenn sie noch immer gültig sind, erfolgt nicht, sind nicht im Regime und zwischen 2012 und 2017 nur in sehr eingeschränkter Form. Und die Kommission bekommt nur einen Teil der Infos, also nur statistisch aufbereitet, kann daher das Tax Ruling nicht wirksam bekämpfen. Und das, obwohl ihm bekannt ist, dass zum Beispiel ein Konzern wie IKEA durch Steuerabsprachen seine Zahlungen de facto gegen Null herabgesetzt hat. Und das bringt mich zum größten Defizit der ganzen Regelungen, und das ist die fehlende Öffentlichkeit. Denn wir sind überzeugt, dass erst wenn die Kosten von Steuervermeidung durch solche aggressive Steuerplanung für Unternehmen wirklich steigen, durch Reputationsverlust, und erst wenn die Europäische Union auch ausreichend Daten bekommt, kann sie diese schreiende Ungerechtigkeit wirksam bekämpfen. Und das ist auch notwendig, denke ich, für die europäische Öffentlichkeit, für eine andere Glaubwürdigkeit und eine andere Akzeptanz dessen, was die EU tut oder nicht tut oder unterlässt. Wenn sie hier wirklich wirksam gegen diese aggressiven Steuerplanungen etc. vorgehen kann und das auch tut. Zu diesem Punkt wurde ja dann von der Koalition im Nationalratsausschuss ein Abänderungsantrag eingebracht, die Ausnahmen zur Registrierkassenpflicht, auf die mein Vorredner so umfangreich eingegangen ist. Wenn es einen Preis gäbe für die Einführung eines an sich sinnvollen Gesetzes mit maximaler Verärgerung der Betroffenen, die Registrierkassenpflicht wäre ein ernstzunehmender Sieganwärter. Und ich glaube, dass durch diese Ausnahmebestimmungen das noch gesteigert wird. Man befriedet Almhütten- und Zeltfesteveranstalter.
Das heißt, das Spannungsfeld zwischen zeltfesten Veranstaltern und Wirten bleibt bestehen oder kommt jetzt wieder hoch. Und als Tüpfelchen auf dem I erhalten auch politische Parteien für ihre Bezirks- und Ortsorganisationsfesteln die steuerliche Begünstigung und können die Einnahmen auch für politische Zwecke verwenden. Mich macht das schlicht sprachlos. Das zeugt von einer Abgehobenheit, die mir eigentlich unverständlich ist. Aber es wird Sie nicht überraschen, wenn wir hier nicht zustimmen können. Danke. Heideline Reiter von den Grünen Salzburg kritisiert die fehlende Öffentlichkeit bei der Kontrolle von Steuervermeidung. Die Anpassung der Registrierkassenpflicht bezeichnet sie als abgehoben und unverständlich.